Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy VII Rebirth. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, wie immer natürlich danke erstmal für eure Unterstützung, für euren Support bei dem Projekt. Wir gehen rein in den Reaktor und schauen nochmal, was hier abgeht. Hier gab es auf jeden Fall Kämpfe, das haben wir ja gesehen schon beim letzten Part. Lasst mir gerne weiterhin ein bisschen Liebe da für die Videos, Freunde. Würde mich sehr freuen. Liken, kommentieren, geht da schnell, hilft kräftig weiter. Ihr wisst Bescheid, Freunde. So, schauen wir doch mal. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen hier ein paar Materie jetzt reingesetzt. Zum Beispiel Meister der Gegenstände und ich weiß nicht mehr. Glücks, glaube ich, bei Cloud. Mal gucken. Ja, ansonsten checken wir das mal ab. Oh, okay. Ist da jemand? Bist du aus Wutheim? Bereit? Sehr ekelhaft. Au. Aufgepasst. Sehr gut. Oh, das macht Schaden, ja. Alles klar. Okay. Nein, ich wollte doch erstmal den Arm abballern. Auf Nimmerwiedersehen. Wuhu, schön ausgewichen. Und tschüss. Oh oh. Dichter Nebel, ja. Nimm das. Ziemlich schwach. Sehr gut. Scheiße, Mann. Auf wen als erstes, Mann? Auf wen als erstes? Ey, wie ver... Scheiße, Mann. Wir vergiften die ganze Zeit, ey. Eine Auffrischung. Ah, guck mal. Ich glaube, sonst haben wir immer 1500 bekommen. Jetzt haben wir 1980 sogar bekommen. Das war schon schlecht, ey. Ach so, scheiße, warte mal. Muss mal einmal ganz kurz. Warte mal, kurz einmal analysieren. Okay, genau, Frost. Okay, ich weiß gar nicht, ob einer von uns Frost hat, ja. Geschockt ist er. Ich vergifte gerade übertrieben. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Das ist dein Scheiß Ernst, oder was? Wen hat sie denn, lieber Ton? Ich zähl auf dich. Scheiß, Mann. Ich wollte echt nicht lachen. Oh Mann, Alter. Oh Mann, ey. Wen hat sie, Ramu? Ich glaube, ich hole den Titan bei Cloud, aber es sieht echt mies gerade aus. Das Ding ist... Zeit zu kämpfen. Scheiße, ich bin fast tot, Alter, mit Cloud schon wieder. Das Ding ist, Gegengift zu nehmen, ja klar, macht das Sinn, aber ich habe das Gefühl, ich werde so schnell sowieso wieder vergiftet. Das sollte reichen. Oh Gott, das war knapp. Jetzt nicht schlapp machen. Alles geht. Das war's dann. Puh,
Dann. Tifa. Die soll sich selber heilen. Ich habe keine Ahnung, was der richtige ist. Wen bekämpfe ich eigentlich hier die ganze Zeit? Ist es der falsche die ganze Zeit? Kein blassen Schimmer. Jetzt erst recht. Das müsste doch der richtige sein, oder nicht? Jetzt mach mal was hier, ey. Ja, okay, dann war das doch der richtige. Okay, mein Gott, ey. Kommt, suchen wir weiter. Kommt, suchen wir weiter. Ja, natürlich. Heiliger Bimmer, ey. Na gut, immerhin. Keiner ist down gegangen, keiner ist gestorben. Perfekt. So. Wir haben doch hier, warte mal, den hier. Bam, 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 bam. Jetzt mal hochheilen. Ich meine, wir hatten ja gerade erst eine Bank. Ich denke nicht, dass jetzt direkt schon wieder eine kommt. Und wenn doch, dann egal. Scheiß auf die Tränke, Mann. Alter. Wie schrecklich. Dieses Ungeheuer muss sie erwischt haben. Nein, das sind Schusswunden. Schon gut. Alles okay. Oh. Guck mal! Das hier muss Murasaki sein! Sehen wir uns mal um. Vielleicht gibt es Überlebende. Also hier ist niemand. Hm? Alles okay? Ja. Huh? Catchy? Bist du das, Yuffie? Wo seid ihr gerade? In der Nähe des Reaktorkerns. Und du? Im Rathaus. Ich dachte, ich könnte euch vielleicht helfen und hab mich ins Terminal des Reaktors eingeklinkt. Oh, habt ihr Murasaki gefunden? Er ist tot. Unterlag in einem Kampf mit Wutai. Was? Oh nein! Dann bleibt uns jetzt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen zum Terminal in der Shinra-Villa. Habt ihr die Schlüsselkarte? Ja. Gut, dann steckt sie in das Terminal vor euch. Jetzt lasst mich mal zaubern. Die Villa ist im Handumdrehen offen. Das wäre geschafft. Geht schon mal vor zur Villa und sucht das Terminal. Geht klar. Bis dort. Tschüss. Tschüssi.
Gehen wir. Sobald wir in der Villa sind, suchen wir das Terminal. Am besten finden wir es, bevor die anderen zurückkommen, okay? Jawohl. Warte du auf Cloud und die anderen. Wenn sie hier sind, führ sie zu uns. Wirst uns ja sicher erschnüffeln können. Du bist der Einzige in der Gruppe, der das kann. In dem Fall bleibt mir wohl kaum eine andere Wahl. Na dann mal los! Geil! Ey, Kachi ist cool, ey. Das ist eine coole Socke auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich jetzt das Problem. Obwohl, es ist kein Problem. Es ist kein Problem, aber ich muss gleich auf jeden Fall. Ich muss gleich auf jeden Fall die Truppe hier auch nochmal ausrollen. Jetzt habe ich rollend gelesen. Ausrüsten, mein Gott. In Räumen mit ausreichend Platz ist Kachi. Oder wie auch immer jetzt, in der Lage, sich durchs Drücken von R2 rollend vorzubewegen. Stößt er dabei jedoch gegen ein Hindernis, braucht er einen Moment, um sich wieder aufzurichten. Achte also gut darauf, wohin du rollst. Hui, yippie. Oh, geil. Finde ich geil. Also wie gesagt, ist kein Problem. Ich find's cool, dass sie ab und zu einfach die Truppen oder unsere Truppe in kleinere aufteilen. Dass du einfach auch mal mit einer anderen Truppe unterwegs bist, weißt du? Außer mit deiner Standardtruppe. Wie oft kann man Truppe eigentlich sagen innerhalb von wenigen Sekunden? Ich weiß es nicht genau. So. Na, es geht ab. Die anderen sind noch nicht wieder zurück. Ja, okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich ziehe mir kurz mal die Ausrüstung hier rein und dann geht's weiter gleich. Okay, Freunde. So. Wir legen los. Ach, hier ist so... Okay, hier ist noch eine Bank. Okay, das kann ich ganz gut gebrauchen. Das kann ich ganz gut gebrauchen, Freunde. Denn, die... Okay, volle Energie haben sie zumindest. Aber hier, wir haben noch so viele Punkte, glaube ich. Mit denen, ja. Oh, es geht. Es geht. Ich dachte, es werden mehr. MP-Regeneration hat er. Okay. Was ist denn jetzt los? Hä? Haben die irgendwas gepatcht oder was? Warum ist die Vibration vom Controller so stark jetzt wieder? Vom Six... Ne, ich wollte schon sagen Six Axis, sondern von hier... wie heißt es nochmal? Ihr wisst schon, vom PS5-Controller hier das Feedback halt. Ganz komisch. Oder es fällt mir gerade nur so auf, ey, und ich bin zu schwach. Kann den Controller kaum noch halten, ey, weil ich so krass abgegangen bin gerade mit Cloud. So, ja, machen wir eine schnelle Welle jetzt hier schnell. Erhöht den Schaden durch Synchroaktionen. Ja, das passt doch. Das passt so perfekt gerade, wenn wir mit Barrett unterwegs sind. So, ansonsten. Magiekreises, nehmen wir das einfach. So, scheiß auf. Jetzt lass mal loslegen hier mit der Truppe. Let's go. Rein da. Wie er so lang stoppt auch. Haben wir hier noch was? Da hat sich Shinra ja nicht lumpen lassen. Obwohl die Hütte bestimmt schon mal bessere Tage gesehen hat. Seit ihrer Errichtung sind allerdings auch schon 50 Jahre vergangen. Was für ein Haus ist das? Genau, weiß ich das auch nicht. Aber ihr habt gesehen, dass das Dorf voll von Schwarzkutten ist, oder? Worauf willst du hinaus? Es heißt, Professor Hojo hätte hier früher fragwürdige Experimente durchgeführt. Tja, dieses dreckige Schwein. Das trifft es perfekt, ja. geil. Vielleicht treffen wir ja noch auf einige Experimente.
Ist das hier ein Kinderversteck? Könnte auch eine Falle sein. Aber überlass das nur mir. Miau. Willkommen in meiner bescheidenen Villa, liebe Eindringlinge. Hojo! Ich weiß nicht, wer oder was ihr seid, aber ihr werdet hier nicht finden, wonach ihr sucht. Zu eurem Unglück ist diese Einrichtung nämlich schon seit Jahren nicht mehr in Benutzung. Das ist nur eine KI zur Verwaltung. Aber dieser Ort birgt sehr viele Erinnerungen für mich. Ich kann euch nicht erlauben, dass ihr auf eurer Suche hier herumschnüffelt. Daher lasst ihr mir keine Wahl. Ungebetener Besuch wird vor die Tür gesetzt. Dieser Dreckskerl, dem zeig ich's. Scheint, als wären wir eingesperrt. Das sieht dem verrückten Spinner ähnlich. Hojo bleibt halt Hojo. Oh. Dieser Schacht, ich glaube, ich passe da durch. Wartet, ich versuche es mal. Ja, ich hoffe, er passt da durch. So riesig wie der Schacht ist, schon wieder durch die Schächte. Wenn sich Get-She mit R2 fortbewegt und dabei in der Nähe eines Schachtes kommt, kann er sich hineinrollen und so bis zum Ausgang gelangen. Oh Gott, ich muss wieder niesen gleich. Mein Gott, es nervt. Okay, gut, alles klar, machen wir es so. Roll. Da ist eine Kiste, eine lilane. Indem du Shinra-Frachtkisten auf sie wirfst. Okay. Soll ich den erstmal wegmachen hier? Warte mal, ich mach den erstmal weg hier. Okay, los geht's! Ein Trittchen in Ehren! Lust auf ein kleines Spiel? Du willst es ja so! Und hier die Zugabe! Boi! Let's go! das ist geil. Wenn Catchys Kräfte oder seine Körpergröße nicht ausreichen, um etwas zu bewegen oder einen Schalter zu erreichen, kann ihm sein Mokri helfen. Drücke Steuerkreuz oben, um den Mokri zu rufen und ihn die Schilderfrachtkisten anheben zu lassen. Steuerung beim Kisten werfen mit dem Touchpad. Kiste werfen. Streichen um vor Rufstärke. Oh Gott. Warum diese Spielerei mit dem Touchpad immer? Warum macht man das heutzutage immer noch, Junge? Das ist doch gefühlt 10 Jahre her, seit PS4-Zeiten und so. Einfach selber nur ein Gimmick, ja. Na gut. Alles klar. Okay. Stelle dich auf den Blinget-Schalter, um eine neue Shinra-Frachtkiste zu erhalten. Sehr praktisch, falls dir die Kisten ausgehen sollten. Hey! Cat, wie sieht's aus? Kannst du uns hier irgendwie rausholen? Cat hat's geschafft! Überlass das hier ruhig alles mir. Aber jetzt erstmal weiter im Text.
Hauk. Goldenes Megafon. Okay. So, eine brauchen wir noch. Krass, ach, da unten kann man das ändern. Steuerung mit dem Touchpad? Steuerung mit dem linken Stick. Wir machen es einfach so. Naja, Megatank. Naja, gut. Okay, wir sind schon im Kampf. Kommt, kommt, kommt. Oh. Seelenohrring. Ganz lustig irgendwie gerade so. Weiß nicht, auch die Musik ist irgendwie so abenteuermäßig eher. Wo wir hier in so einem dreckigen, ekligen Labor unterwegs sind, oder? Warte doch, warte doch! Ja, okay. Fehler. Lift wird angehalten. Irgendwas scheint ihn zu blockieren. Irgendwas scheint ihn zu blockieren. Juhu, yippie! Mit linken Stick, aber ich kann die Wurf-Dinge nicht ändern. Ne? Hat spät. Hm. Kann es echt nur so ändern. Ne? Na gut. Wir kriegen das schon hin. Jetzt kann man das verändern. So ist es gemeint. Okay, ich verstehe. Arbeiten abgeschlossen. Der Auto setzt sich nun wieder in Bewegung. Hui, hui, hui. Au. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Der läuft hier immer so, als wäre er der Chef. Da, ah, dieses Laufen. Oder dieses Gehen hier. Das sieht so aus, als ja, ich bin der Chef. Lalalala. Miau. Miau, miau. Okay. Was? Nochmal bitte. So, das sollte doch sitzen. Yes. Energiehaken haut echt gut rein. Da geht noch was. Verzieh dich! Warte. Wenn man natürlich trifft, ne? Da geht noch was. Ich seh dich. Vergiss es. Jetzt immer auf da. Das war's. Eine Gelegenheit. Geschafft. Feierabend. Okay.
So, lass es sich lohnen, bitte, wenn ich die Kiste hier abwerfe. Okay. Okay. Megatrank. Naja. Ist okay. Mich hält niemand auf! Anderle! Anderle! Gutes Kämpfchen. Das ist doch mal was anderes. Ist doch mal eine abwechselnde, coole. Bitte den Generator aktivieren. Okay, ich sehe schon. Ah, okay. Ja, okay, gut, gut, gut. Warte, erstmal Kiste. Gigatrank. Guck mal, hier kriegen wir einfach so einen Gigatrank und wenn wir da Kisten abwerfen, kriegen wir noch einen Megatrank. Wow. So klappt das nicht. Hm. Okay, das habe ich hier übersehen die ganze Zeit. Schieb, schieb, schieb. So, komm. So, das sollte passen hier, denke ich. Sehr gut. So. War das nicht blau? Oh Mann, ey. Also, ich meine, genau drauf mich. Mal das Ganze, bitte. Geht doch. Okay. Bitte. Das war doch gar nichts. Kisten zerstören, Kisten zerstören. Alles kaputt machen hier, ey. Jetzt kriegen wir aber nochmal richtig dick Items, ey. Das tut weh! Das tut weh! Da also. Kleine Dunkelmaus. Ist ja süß, hier mal gar keine Chance, ey. Und tschüss. So, haben wir alle Kisten? Ich glaube, ja. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Let's go, let's go. Okay. Ein bisschen Bewegung schadet nie. Und tschüss! Fahr zur Hölle! Nicht übel, was? Verzieh dich! Da geht's auf uns! Nicht nachlassen! Nice! Yippie! Wir haben's geschafft! Yippie! Ey, so schön wie Barrett sich immer freut, ne? Okay, hier ist wahrscheinlich verschlossen. Wir betätigen es trotzdem einmal ganz gut, damit wir sehen, was hier eigentlich Phase ist. Eines Stromgenerators festgestellt. Das Tor ist derzeit verschlossen. Lokalisieren Sie den defekten Generator und geben Sie die benötigte Menge Makroakzelerator in das Gerät. Okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Barriere. Mhm. Okay. Ding, 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 ding,
Anstieg der Mako-Konzentration. Bitte die Acceleratorzufuhr fortsetzen. Fortsetzen, natürlich. Natürlich. Komm, Baby. Ja. Komm, jawohl. So, ich hoffe, zwei reichen jetzt. Die Mako-Konzentration hat den vorgeschriebenen Wert erreicht. Betrieb des Stromgenerators wiederhergestellt. Tor wird geöffnet. Sehr gut. Okay. Gut, 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 gut. Da geht noch was. Frisch dein letztes Gebet. Alter, die Dunkelmäuse können ja gar nichts, Alter. Da geht noch was. Na, warte. Jawohl, Sieg! Miau, 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 miau. Arriba, arriba, arriba! Feuerstoß bitte! Let's go! Nice! Okay, 1700 Gil, wow! Wow, okay, okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist eine Bank. Hier ist aber auch schon wieder so ein Band. Was kann ich denn damit abwerfen? So, lass erstmal gucken. Gut. Ich glaube, Punkte haben wir jetzt nicht unbedingt dazu bekommen, wahrscheinlich, oder? Ja, sind bei den anderen noch übrig. So, einmal kurz auf die Bank. Was genau kann man mit den Kisten jetzt hier abwerfen? Ich sehe nämlich nichts jetzt gerade. Mal schauen. Ja, das denke ich mir nämlich auch gerade. Wartungsmodus aktiviert. Schalte auf manuellen Betrieb der Schächte um. Bitte beginnen Sie jetzt mit der Inspektion. Der Generator scheint sich oben zu befinden. Verstehe, verstehe. So wie es aussieht, führt ein Schacht dorthin. Meinst du, du schaffst es dorthin? Kein Problem. Überlass das mir. Ihr wartet hier einfach auf mich. Okay. Schacht wurde umgestellt. Ach, da vorne. Der blaue Schacht ist nun passierbar.
gut. So, erstmal den Gegner weg hier. Oder auch nicht. Miau, 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 miau. Schwarze Katzen bringen Unglück. Arriba. Das sag ich nicht, nein. Das lief doch ganz prima, oder? Ja, mal gucken. Mehr oder weniger. So, warte mal. Hier ist eine Kiste. Au. Da vorne ist auch noch ein blauer Schacht. Da oben kann man... Super Ether. Naja. Okay. Komm doch her jetzt hier, du Sau. Du willst die Sterne lügen nicht. Zack. Schluss mit lustig. Zum Angriff. Miau, bäh. Nichts für ungut. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Würfel! Mann, du Sau, ey! Kupo! Warum ist da alles wirkungs... Ach du Scheiße, ey! Ach so, ich hab glaube ich mit ihm keine Beschwörermaterie. Deswegen geht das nicht. Warum nervst du so? Nice, sehr gut. Jetzt ist alles schon wieder wirkungslos. Auch wieder scheiße, ey. Meine Fresse, hält der aus. Du Sau, du, ey. Oh mein Gott, was? So, okay, gut. Alles klar. Da oben ist eine Materie, die sehe ich. So, warte mal, von wo bin ich denn reingekommen? Von hier, oder? Ja. Oder? Ich weiß nicht. So, hier geht's auf jeden Fall noch weiter nach oben. Wir nehmen natürlich alles mit. Stärke Magie. Das ist wiederum ganz interessant, ne? Okay. Ja, dann bin ich doch von hier gekommen und ich muss den wahrscheinlich jetzt umlenken. Aber was muss ich dafür abballern? Das ist die Frage jetzt. Den Schalter da unten, ne? Wahrscheinlich schon. Macht das Sinn? Tatsächlich. Nice.
Der rote Schacht ist passierbar. So, Rainer. Dim 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 dim. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, zwei diesmal von denen? Oh Scheiße. So, jetzt lass erstmal ganz kurz gucken, wo ich. Steht auch auf. Wo ich das jetzt hinwerfen muss. Lass mal das aktivieren. Lastenaufzug betriebsbereit. Bitte beschweren Sie die Ladefläche, um seinen Betrieb zu aktivieren. Herrje, okay. Was ist das denn? Ich glaube, ich muss von hier aus Kisten bis dorthin werfen, oder? Bis dort hoch? Da rüber. Hier rauf, oder was? Das, okay, ja, alles klar. Gewicht weiterhin unzureichend. Bitte bitte ja, die ja. Fläche, um den Lastenaufzug zu aktivieren. Whee, yippie, yippie, yippie. Oh, Junge, was ein Kampf hier mit den zwei Drecksviechern, ey. Geht es doch von hier? Das müsste doch gehen eigentlich, oder? Oder nicht? Ah, natürlich landet der genau am Geländereck. So, drei reichen noch hoffentlich, oder? Okay. So, jetzt nochmal hier betätigen muss. Achso, ja, jetzt muss sie natürlich kritisch machen, genau. Genau. Okay. Komm jetzt! Komm, gib mir was Geiles!
Let's go! Nice! Ich sehe zwar nicht, was hier gerade abgeht, aber es sah geil aus. Würfel! Oh! Achso, das war's schon. Okay, ich bin doch der beste Spieler anscheinend mit dem. Okay. Geschafft. Okay? Ach, ich hab mich nur ganz kurz ausgeruht. Los, gehen wir schnell nach oben. Okay. Ich hab ein Leben. Bin ich draufgegangen? Was war das jetzt? Was ist hier gerade passiert? Okay, keine Ahnung. Ich dachte, der hätte noch voll die Lebenszelle gegeben. Na ja, gut, alles klar. Ich will mich nicht beschweren. Wir haben es geschafft. Alles klar, weiter geht's. Und hoffentlich jetzt hier langsam mal auch raus. Das wäre ganz cool. Ganz cool. Aufgrund von Wartungsarbeiten wurde der Aufzug angehalten. Oh. Wir bitten um Ihre Geduld. Ist das dein Ernst? Also... Weg damit! Miau! Also in meiner Welt war ich da dran, aber ist okay. Bei der nicht. Bei der schon. Wurfbahn machst irgendwie, also im Vergleich zu anderen Spielen, wo du Vergleichbares machst, ist so ungewohnt einfach. Aber okay, gut. Ich will mich nicht beschweren. Obwohl ich es gerade damit gemacht habe. Ist da... Oh Gott, ich dachte, ich hätte mich verguckt einfach nur. Und nicht, dass auf meine Kiste gerade eine neue Frische gefallen ist und somit alles zerstört hat. Nimm! Gott, oh Gott, oh Gott. Moppel, Mokri, Plüschtier, okay. Na, immerhin kriegen wir was Schönes. Oh, ist das schön. Oh Gott. Ich sollte mal ein bisschen hier was hier an der Technik machen, ey, in der scheiß Bunkeranlage hier. Dreck. So. Haben wir jetzt ein paar Punkte dazu bekommen, ne? Auch brauche ich wirklich... Wir nehmen nochmal ein paar Supertränke mit. Phönixfeder brauchen wir nicht, den ganzen Quatsch. So. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal ein dicker Boss, aber wenn die anderen beiden dabei sind, dann ist es auch in Ordnung. So. Da oben ist eine Kiste. Oh Mann, das ist... Kann er da einfach raufklettern? Nee, kann er nicht. So. Wenn hier nicht das beste Item aller Zeiten drin ist. Das ist doch leise. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Miau, was ist denn jetzt bitte? Um weiterzukommen, benötigt ihr einen Code. Ach du schon wieder. Hoppla, ist doch kein Grund aus der Haut zu fahren. Ich bin hier, weil ich euch helfen will, aus dieser Anlage herauszufinden. Wer es glaubt, wird selig. Ihr seid nun mal hartnäckiger, als ich es zu Anfang gedacht habe. Es ist daher in meinem eigenen Interesse, euch hier so schnell wie möglich herauszukriegen, bevor ihr noch mehr Unheil stiftet. Wenn ich mich richtig erinnere, besteht der Code aus 4 zweistelligen Zahlen.
Ihr solltet sie hier irgendwo in diesem Raum finden können. Hopp, hopp, jetzt sucht sie schon. Nein, 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 nein. Das habt ihr nicht gemacht. Das habt ihr nicht gemacht. Diese Scheißkisten wieder davor getan, damit ich jetzt hier in Zeitlupe das wieder verschieben kann. Ey, Junge, ihr seid doch miese Schweine. Also 36, 10, 59, 97. Okay. Das war's. Ich mach mal ein Bild. Ja, sorry. Ja, das weiß ich, dass das falsche Eingabe ist, aber... Also. Oh Gott, ich muss sie wirklich so... Oh Gott, okay, so ist die... okay, jetzt verstehe ich. So, 10 war das. 59... Au, sorry. Ach, das habe ich gar nicht erwähnt. Dieser Bereich wurde streng unter Verschluss gehalten. Hier bewahre ich Experimente auf, die mir aus dem Ruder gelaufen sind. Holy moly, ey. Gott, bist du hässlich. Aus dem Weg! Hey, na, warte. Vergiss es. Rocket! Nimmt der überhaupt Schaden? Übernimm du! Pfote in Pfote! Hab ich... Analyse? Ja, hab ich. Okay. Perfekt. Okay, alles klar. Cool, cool, cool. Ja, cool. Alles klar. Physische und magische Attacken machen dieses Wesen immun gegen die jeweilige Angriffsart. Nachdem sie mehrfach die Resistenz gewechselt hat, wird sie schockanfällig. Achso, okay. Auf Onkel Barrett ist verlassen! Was war das denn bitte? Ach du Scheiße! Na? Verzieh dich! Wie schmeckt dir das? Boah! Jetzt wird gegrillt! Das tut weh! Warte! Mist! Das bringt absolut gar nichts! Nicht so nah! Aber dann muss ich ihn doch einfach mehrfach damit angreifen, eigentlich. Mehrfach mit normalen Angriffen, physisch und einmal und mehrfach halt mit Magie, oder nicht? Holy shit, sie macht aber guten Schaden, ey. Okay. Jetzt. Ach so, jetzt ist sie. Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich.
Jetzt ist er wieder eher anfällig für physische Attacken. Okay. Nein! Ach, Scheiße. Triffst du von da? Allzeit bereit! Was soll das sein? Ja, los, alle bereit! Wir lieben die Leute! Übernimm mal! Auf Onkel Barrettes Palast! Nicht schon wieder! Sehr schön, weiter so! Was ist hier etwas schwindelig? Wir lassen die Kacke ordentlich da. Wie geil ist das denn, ey? 77 Brillen. Das war. Was war das denn, ey? Wie geil ist das denn gewesen jetzt? Los geht's! Es muss sein! Jetzt brennt's! Das tut weh! Sie schön mit Sonnenbrille. Wie geil ist das denn gewesen jetzt? Feuer und Flamme! Oh, verdammte Scheiße, Mann! Schnell weg! Haha, du sauer hast daneben geschlagen. So, jetzt aber. Ist der gleich vorbei? Der ist für dich! Jetzt bist du dran. Wie schmeckt dir das? Jetzt gehörst du mir. Dann mal los. Okay. Was hast du nun davon? Hätte sich mal lieber nicht mit uns angelegt, was? Jetzt hat er beides, oder was? Es ist leid. Wie schrecklich. Wenn ich diesen Hoshō in die Finger kriege. Verzieh ihn. Ja, komm, Ifrit. Na, da bin ich mal gespannt. Geht noch was? Nicht so nah! Auf die 12! Ich seh dich! Also gefühlt macht es fast gar keinen Schaden, Mann. Verzieh dich! Genau da gehörst du hin. Warte! Das tut weh! Holy shit. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt... Soll ich direkt auf seine richtige Lebensleiste gehen oder doch erstmal auf einen der Arme? Ich hab keine Ahnung. Aerith, du musst mich heilen unbedingt. Was eine echte Hilfe. Legen wir los? Wir lassen die Kacke ordentlich dampfen. Unten bleiben am Zaun. Geil, Mann. Geil. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Schlaf, meint ihr, das funktioniert bei dem? Wirkungslos, Mann. Scheiße. Geht das aber nicht? Verstanden? Der ist für dich. Flieg. Damit sollte es wieder gehen. Arbeiten wir im Team. Schon gut, ich hol noch was raus. Bam. Da also. Warum ist jetzt alles so wirkungslos, ey? Scheiße. So, weiter geht's. Oh Gott. Das wird schon wieder. Los, gib
Jetzt brauchen wir Magie, oder was? Zeig ich euch, was ich kann. Ja, okay. Und los! Feuer und Flamme! Los geht's! Zack! Was macht Catchy jetzt schon wieder? Guck mal, das meine ich die ganze Zeit schon. Die ganze Zeit schon. Warum ist er so passiv und macht einfach gar nichts? Guck dich das an! Ist ja nicht so, dass er nicht auch Magie hätte. Er hat Magie. Er hat Magie. Er könnte das eigentlich einsetzen, ne? Egal, komm, let's go. Umfalle uns mit deiner heilenden Kraft. Ja. Sie regelt es schon. Sie regelt es. Feuer und Flamme. Pfote, ich übernehme mal. Jetzt hab ich ja das Sagen. Fahr zur Hölle! Mach es, Spirit! Nur du kannst es regeln! Let's go! Sehr gut! Oh, Gruppenstufe 7, nice! Oh Mann, womit habe ich das nur verdient? Ja, das freue ich mich auch immer. Gut gemacht, meine Lieben! Dank euch sieht es hier in der Villa doch gleich wieder etwas ordentlicher aus! Nun gut. Jetzt, wo alle meine alten Experimente aussortiert sind, gibt es für mich hier eigentlich nichts mehr zu tun. Das war ein unterhaltsamer Tag. Also, bis zum nächsten Mal. Pass bloß auf, Osho. Beim nächsten Treffen ramme ich dir deine hässliche Brille in die Visage. Machst du mit? Da fragst du noch? Gehen wir zurück nach oben. Das Terminal wartet doch. Okay. Miau. Au, miau, miau, miau. So. Okay. Miau, 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 miau. Aha. Let's go. Wow. Was ist euch denn passiert? Hallo. Oh. Hm? Wie sieht's aus? Habt ihr das Terminal gefunden? Noch nicht. Wir wurden aufgehalten. Wir sollten keine weitere Zeit verlieren. Machen wir uns wieder auf die Suche. Ja, genau. Sehr schön. Durchkämmen des Mark... Achso. Nachdem alle wieder vereint sind, geht die Erkundungstour im Mark- und Forschungslabor weiter. Ski, Feuer, Eifer auf... Feuer, Eifer? Auf der Suche nach dem Terminal ist kaum zu bremsen. Fehlt nur noch jemand, der störende Ungeheuer aus dem Weg räumt. Überlege gut, wer dafür am besten geeignet sein könnte. Was? Ja, ich würde sagen, die Standardgruppe. Was willst du von mir jetzt? Wo müssen wir denn lang aber jetzt? Aber hier. Geh doch durch. Oder müssen wir jetzt einfach raus und die Schlüsselkarte benutzen? Nee, okay, hier. Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr?
das fragen wir dich. Wer bist du? Vincent Valentine. Und ich. Halte hier Wache. Was bringt euch her? Neugierde? Dein Terminal. Die Karte. Interessant. Scheint, als hättet ihr Zugang erhalten. Gut. Allerdings siehst du überhaupt nicht aus wie Murasaki. Kannst du das erklären? Das ist eine wirklich lange Geschichte, aber... Es gibt etwas, das wir unbedingt herausfinden müssen. Und zwar so schnell wie möglich, bevor es unser Feind tut. Feind? Und wer ist das bitte? Shinra. Ja! Mach doch keine Scherze, Cloud. Oh? Unser Feind ist ein Mann, der einst als Held verehrt wurde. Sephiroth. Er ist auf der Suche nach einer Macht, mit der er den Planeten auslöschen kann. Verstehe. Nun gut. Auf eine Sünde mehr kommt es jetzt auch nicht mehr an. Der Raum ist jetzt entsperrt. Wie es Ihnen beliebt, Herr Murasaki. Heißt das, wir können gehen? Ach, Vincent, Vincent. Ey Leute, ohne Witz, ohne Witz. Die müssen Dirge of Cerberus, müssen die nochmal bringen. Ich hab's, wie gesagt, nie, ich hab's nie gespielt. Ich bin der Meinung, ich hab's damals, ganz, ganz alte Gamer unter euch können sich vielleicht noch erinnern. Damals gab's sehr viele Zeitschriften, wo man dann so Demo-Disc hatte. Und ich bin der Meinung, auf irgendeiner Demo-Disc war, glaube ich, mal so ein Demo-Level von dem Game. Ich weiß es nicht. Entweder das oder ich habe es mal bei einem Kollegen gespielt. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wäre das voll geil, ne? Er wird dann nicht spielbar sein hier in dem Game. Es wäre aber wirklich geil, wenn sie als DLC, das machen würden. Ich weiß aber auch nicht, was da passiert storymäßig. Ob das zeitlich passen würde, dass man das irgendwie so einstreut. Ob das jetzt davor spielt, vor der Begegnung jetzt zum ersten Mal mit Cloud und Co. und so. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wo man das einordnen muss. Das, was da in Dirge of Cerberus passiert. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht wisst ihr das ja. Könnt ihr gerne mal spoilerfrei reinschreiben, wann das so zeitlich spielen würde. Ich hätte mega Bock drauf. Ich meine, wie gesagt, es gibt ja Emulatoren und so. Da kann man es auf jeden Fall easy spielen. Aber ja... So eine Neuauflage wäre natürlich noch cooler als, ja, als Emulator. Das, die Emulator-Version, das wäre auf jeden Fall noch ein Ticken cooler. Aber ich hätte schon Bock. Ich hätte schon mega Bock drauf, ey. Das wäre schon ganz geil. Da ist es ja! Die Schlüsselkarte.
dauert jetzt ein wenig. Ich bitte um etwas Geduld. So, Leute, ich würde aber sagen... wir kommen langsam zum Ende. Warte mal, wir können ja anscheinend uns nochmal ein bisschen mit denen unterhalten. Das machen wir nochmal eben. Oder geht das nicht? Ne, das wird nur angezeigt. Ach so, ich dachte, wir können nochmal mit denen labern. Alle auf Blau. Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass Kachi, wie auch immer, man, ihr wisst Bescheid, dass der nicht so eine Anzeige hat. Ich meine, Yuffie kam ja auch später erst dazu. Egal, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ich denke mal, beim nächsten Mal wird bestimmt irgendwas Cooles passieren. Seid auf jeden Fall am Start. Ich danke fürs Zusehen und wie gesagt, wenn ihr das wisst, wann Dirge of Zebros spielt, so zeitlich gesehen, könnt ihr es ja gerne mal reinschreiben. Ja, ob ihr auch Bock hättet darauf. Das wäre geil, ja. Das wäre echt geil. Weil das könnte man auch straight machen, dann müsste man kein größeres Gebiet machen, sondern einfach wirklich das Spiel, wie es damals war, jetzt nochmal neu auflegen. Ich meine, wie gesagt, Crisis Core haben sie ja auch gemacht. Klar, es ist noch beliebter, noch größer, noch wichtiger für die Story und so, ja, klar. Da hat es mich aber auch gefreut, dass sie es einfach nochmal neu aufgelegt haben. Und wie sie es gemacht haben bei Crisis Core, fand ich geil. Für so ein PSP-Spiel, da kann man auch ein PS2 Spiel nochmal an den Start bringen. Warum nicht, wenn man sowieso dabei ist? Ich meine, wenn man sowieso dabei ist, hier das nochmal komplett neu aufzuziehen und nochmal neu zu erzählen, diese Geschichte, wenn schon, denn schon, oder? Wenn, dann richtig, ey. Und das gehört nun mal dazu, finde ich. Es gab ja extra ein eigenständiges Spiel damals. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Meinung. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.